Setze dich oder lege dich einfach ruhig hin. Sprich mir im Geiste oder laut nach. Ich gehe in meinen Herzraum. Ich rufe all meine Chakren zusammen und begebe mich in mein vereinigtes Chakra. Ich atme Ana, Solavana und Elixier in mich und weite mich mit jedem Atemzug. Ich bitte nun meine persönliche Engelsgruppe, jetzt für mich da zu sein und mir zu helfen, die einfließenden Energien tief in mir zu verankern. Ich begebe mich auf die Frequenz des arcturianischen Heilungsteams. Ich bitte um das blaue Licht des arcturianischen Heilungsteams. Ich bitte darum, dass mir vor meinem inneren Auge der Kristalltempel von Thomar auf Arcturus gezeigt wird. Und lasse dir bitte etwas Zeit bei dieser Vision und verzage nicht, wenn sie sich nicht sofort einstellt, sondern erst beim zweiten oder dritten Versuch. Ich bitte darum, dass über mir ein Korridor des arcturianischen Heilungsteams geöffnet wird und dieser Korridor von mir bis zum Kristalltempel von Thomar auf Arcturus reicht. Lasse dir auch hier Zeit, diesen Korridor über dir zu fühlen. Zu erfüllen. Ich bitte darum, dass mir nun aus diesem Korridor über mir der Lichtfaden vom Kristalltempel von Thomar gereicht wird. Und an dieser Stelle strecke eine deiner Hände aus, nimm ihn über dir entgegen und führe ihn zu deinem Sonnengeflecht, dem dritten Chakra, dem Solarplexus und sprich danach: Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, diesen Lichtfaden aus dem Kristalltempel von Thomar auf Arcturus in meinem Sonnengeflecht zu verankern.
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in diese Verbindung hinein. Fühle sie. Gehe an ihr entlang, fühlend, hineinfühlend, was für ein Strom, was für eine Energie dich hier über diesen Lichtfaden erreicht. Und verweile in dieser Wahrnehmung. Beendest du die Meditation, dann sprich bitte im Geiste oder laut. Ich danke der geistigen Welt, all meinen Helfern, meiner persönlichen Engelsgruppe, Lord Arcturus und dem arcturianischen Heilungsteam. Ananashana.